Ich weiß, ich habe jetzt die undankbare Rolle, zwischen Ihnen und dem Mittagessen zu stehen. Wir sind alle schon ein bisschen hinter dem Zeitplan her. Ich versuche also doppelt so schnell zu reden, damit Sie auch gar nichts mehr verstehen. Versuche mich aber trotzdem ein bisschen kurz zu halten, kürzer als ursprünglich geplant. Schulen haben wir bisher eben schon an einigen Stellen gesehen. Bei Schulen geht es unter anderem ja auch darum, gemeinsam etwas zu tun. Eben gemeinsam an ein Referat zu planen für die Schüler, gemeinsam etwas zu lernen, aber auch für die Lehrer gemeinsam etwas vorzubereiten. Oder halt für die Schüler, was ich von meinen Teenagern kenne, das Wichtigste: Hey, ich habe das Blatt in der Schule vergessen, kannst du mir noch mal kurz ein Foto vom Aufgabenblatt schicken, damit ich morgen keinen Eintrag habe? Genau, also diese Kommunikation, klar, es gibt dann Leute, die sagen, ja, ich habe nur ein ausgefülltes, aber das kann ich dir ja schon mal schicken. Gibt es auch. Also wir haben zum einen, wir haben Zusammenarbeit ist ganz wichtig und Zusammenarbeit, genau, der arbeitet besser zusammen, wenn er eingeschaltet ist mit mir. Zusammenarbeit passiert ganz häufig dann eben über, ich klicke mal auf dieses tolle Telefonlogo oder auf dieses Familienchat-Logo hier, und damit ist alles geregelt. Der Grund, wieso das jetzt noch nicht Mittagessen gehen, ist, es gibt auch noch andere Möglichkeiten, miteinander zu diskutieren. Und das XMPP-Protokoll ist in den 90er Jahren als offenes Standardprotokoll entstanden, um Kommunikation und dann später auch eben Zusammenarbeit miteinander durchzuführen. Damals unter dem Namen Jabber, als es dann eben standardisiert wurde, hieß es dann eben XMPP, Extensible Messaging and Presence Protocol. Nicht so sexy wie WhatsApp oder Facebook. Vom Namen her, aber von der Technik her mindestens so sexy, nämlich so sexy, dass sowohl Facebook als auch WhatsApp entschieden haben, ihre eigene Technik auf XMPP aufzusetzen. Aber natürlich, wir machen es ein bisschen anders. Wir wollen ja unsere Pfründe ein bisschen schützen. Wenn wir uns Kommunikation, Kooperation anschauen, dann haben wir eigentlich drei verschiedene Möglichkeiten. Auf der einen Seite haben wir die lokale Möglichkeit, also wir sitzen alle am gleichen Rechner oder wir sitzen im gleichen Netzwerk unter gemeinsamer Administration. Wir haben aber auch die Variante, und das ist diejenige, die wir mit Facebook, WhatsApp, was auch immer wählen, die zentrale Funktion. Die Server werden von jemandem global für alle User zur Verfügung gestellt. Der weiß dann alles über sie, auch wenn er vielleicht die Nachrichteninhalte nicht kennt. Er weiß, wann und wie sie aktiv sind, wo sie sich aufhalten und wie häufig sie mit wem kommunizieren und wenn sie Bilder und so weiter austauschen, dann wahrscheinlich auch den Inhalt dieser Bilder. Einem Schweizer muss ich das ja eigentlich nicht erklären. Die ideale Lösung zwischen eben jeder macht das nur einfach so für sich oder einer sagt, was alle tun sollen, ist der Föderalismus. Und das gibt es natürlich auch bei Kommunikationsprotokollen. Sie alle haben sicher schon mal ein föderales Kommunikationsprotokoll verwendet, nämlich E-Mail. Da steht hinten dran @schule_xy oder bei mir halt @uni_konstanz und vorne dran ein Name. Innerhalb meiner Organisation geht das alles über den gleichen Server bei uns, aber sobald da halt dann eben Schule Bruck oder FHNW dran steht, weiß dann unser Mailserver, aha, da schaue ich mal, wo es da einen gibt, mit dem, der sich dafür zuständig erklärt. Und siehe da, es funktioniert, innerhalb der gleichen Organisation Mails zu schicken und auch über die Organisationsgrenzen hinaus, ohne dass wir einen einheitlichen Mail-Provider haben, der alle Mails von allen Usern jederzeit kennt.
So geht das natürlich auch eben bei Kommunikationsprotokollen. Wieso sollen wir das in der Schule benutzen? Meiner Ansicht nach, klar, es gibt immer diese ganz tollen Edu-Rabatte, die man natürlich ganz gern benutzt. Es wurde früher da auch jetzt eben Office 365 und so weiter erwähnt und viele andere entsprechende Programme. Aber da geht es den Herstellern meistens darum, hey, wir haben hier einen tollen Markt von zukünftigen Führungskräften, von zukünftigen Entscheidungsträgern. Das ist viel günstiger und viel effektiver, als irgendwelche Plakate zu machen, wenn wir die dazu bringen, unseren Dienst zu nutzen. Da sollte man sich immer bewusst sein, wenn man eben davon profitiert, insbesondere wenn die Angebote gratis sind, dann ist der Kunde das Produkt und nicht eben der Kunde. Also was kann man, eben wir können alles Mögliche, was Sie jetzt über WhatsApp und so weiter machen, natürlich da auch machen, aber ich weiß jetzt nicht an der Schule, an die mein jüngerer Sohn jetzt zurzeit geht, die haben eine Partnerklasse in der Westschweiz und die tauschen, schreiben sich Briefe zwischen regelmäßig dazwischen den entsprechenden Klassen, sodass sie den Französischunterricht auch ein bisschen intensiver erleben können. Briefe. Ach. Wer von Ihnen hat da noch Brieffreundschaften gepflegt? Das war schon, also mindestens als ich jung war, gab es noch ein paar Mädchen, die haben das gemacht, aber wir Jungs waren darüber schon gewaltig erhaben. So ähnlich sehen das auch meine Teenager. Wieso halt nicht dann ein entsprechendes Experiment zwischen einem Sprachenunterricht dann halt eben auch über Instant Messaging zu machen? Und das geht auch über irgendwelche netten Anwendungen. Heute Nachmittag sehen wir, wie man einen kleinen Server sehr einfach aufsetzt, wie man es nutzt, wofür man es einsetzen kann etc. Das schieben wir jetzt alles auf nach der Mittagspause für diejenigen, die dann bei uns, bei Klaus Herbert und mir im Workshop sind. Und man kann eben auf dem Desktop damit auch chatten. Also wir können beliebige Chat-Anwendungen, die XMPP unterstützen. Da gibt es auch Whiteboard-Anwendungen, wo man gemeinsam zeichnen kann, nutzen. Aber was mich eigentlich hergebracht hat, ist, dass Klaus und manchmal auch ich finden, naja, so wirklich interessant wird es erst, wenn wir diese gesamten Zusammenarbeitsfunktionen integrieren können in unsere tägliche Arbeit. Und unsere tägliche Arbeit ist im Normalfall online. Also hier, als wenn ich da eben in einem Kurs, einen Online-Kurs, jetzt das ILIAS E-Learning-System, das vielleicht einige von Ihnen kennen, einsetzen, dass man halt da eben auch gleichzeitig nebendran noch chatten kann, wie Sie es vielleicht eben von Facebook her kennen, aber eben in der eigenen Anwendung mit dem eigenen Chatprogramm, wo halt eben nur die eigenen Leute, diejenigen, die das wirklich wissen sollen, mitbekommen, was da an Daten ausgetauscht wird. Oder eben der Mail-Client, der zusätzlich die Information zeigt und man dann, und man dann auch aktiv auf einen Präsenzknopf drücken kann und einen Chat starten. Oder um das Beispiel von vorhin aufzugreifen, das bei uns auch einer der wichtigen Dienste ist. Okay. Genau, also wir haben hier eben die Möglichkeit, gemeinsam online mit LibreOffice online zu arbeiten. Das ist an einem Server der Uni Konstanz. Klaus kann sicher meine Fehler korrigieren, wenn ich da eben keine Hände dabei habe. Kannst du das? Moment, sonst ist er so groß. Wo ist er jetzt? Yeah. Ah!
so klein. Okay, genau. Also, er könnte auf alle Fälle auch tippen, aber jetzt hat er ja ein kleines Problem, nämlich er kommt irgendwie nicht dazu zu tippen. Ah ja, doch, doch, genau. Und jetzt kann ich natürlich auch sagen, hey, wir haben da eine kleine Frage, wir möchten das gerne diskutieren. Und dann sieht er mich, genau, und wenn ich hier wedle, sieht er sicher auch, was da jetzt bei mir passiert. Also, er ist glücklich. Wir hatten nämlich vorher mit dem WLAN hier Probleme. genau, also, das wäre so die Möglichkeit, es geht ganz einfach, es geht schmerzlos, es ist nicht komplizierter als bei Facebook. Wir können die gleichen Adressen verwenden, die wir schon für E-Mail verwenden. Also bei uns, eben ich bin als marcel.waldvogel@uni-konstanz.de via E-Mail oder via Chat zu erreichen. Und nach dem gleichen Prinzip findet der Chat-Server dann halt eben auch den entsprechenden Chat-Server der anderen Einrichtung. Ja, und damit gehen wir, glaube ich, machen wir den Übergang zum Chat während der Mittagspause, oder?